Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, es ist schon etwas länger her, dass wir uns mal wieder gehört haben bei einem, ja, neuen Let's Play. Und ich freue mich innerlich sowas von, ich bin total aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt oder ob man es hören kann. Ich freue mich schon sehr, sehr lange auf diesen Titel, denn ja, wir spielen Far Cry Primal im Let's Play, nicht im Stream. Nein, wir spielen das hier auf meinem Channel. Ich werde das wahrscheinlich im Stream auch nochmal irgendwann zeigen, wenn ich mit dem Let's Play durch bin. Und ich bin ja ein sehr großer Fan der Far Cry Serie, das wisst ihr ja. Und die auch regelmäßiger den Stream schauen, da habe ich es ja oftmals erwähnt. Und ich habe bisher jeden Far Cry Titel eigentlich gespielt und ich freue mich wie ein Schnitzel auf dieses Spiel. Ich habe es jetzt gerade reingelegt, angeworfen und sofort, ich muss es aufnehmen. Ich muss einfach, es geht einfach los und wie gesagt, es ist gerade angekommen, frisch. Ich spiele das jetzt einen Tag vor Release und wenn ihr diese Folge seht, ist schon Release und dann ist es auch raus. Ich denke mal so, ja, jeden Tag 15 Uhr, denke ich mal, wird eine Folge kommen, das passt so. Und ich drücke X. Profil wird angelegt. Ich bin sehr gespannt, ob alles funktioniert, alles klappt soweit, auch mit der Aufnahme und etc. Pipapo. Oh mein Gott, das wird, glaube ich, so geil. Ich bin sehr gespannt, vor allem auch mit diesem neuen Setting. In Far Cry Primal geht es ja darum, dass wir... Huch, okay, ich stelle die Helligkeit so ein. Ich muss mal eben schauen, dass ich hier auch mal eben mein... Huch, mein Schreibtisch ist so... Oh, ich muss mal... Ganz kleinen Moment, ich muss hier auch meinen Bildschirm mal etwas heller machen, dass ich hier auch ein bisschen hier in der, in den Brightness-Einstellungen bei meinem Bildschirm etwas erhöhe. So, und damit auch, ich weiß, dass es in der Aufnahme oder beziehungsweise im Let's Play bei YouTube sowieso etwas dunkler ist. Ich schaue gerade mal, wie das aussieht. Man sieht das Logo immer noch nicht im Video, ist natürlich auch sehr geil. Hier auf dem Control-Monitor. Wenn ich so mache, ist es annehmen. Ja, das ist aber dann zu hell. Ich glaube, ich lasse es mal so. Wir schauen mal, wie es dann wird. Ich kann es ja wahrscheinlich in den Einstellungen zwischendurch dann nochmal abändern. Aber ich will es ja natürlich auch so spielen, dass ich ein geiles Feeling kriege. So, neue Spieloption. Ich schaue mal eben schnell in die Optionen rein. Audio. Gesamtlautstärke an. Musik an. Ja, ich muss mal eben gucken, wie es aus Grafik, Helligkeit, Sprache. So, Deutsch machen wir natürlich. Und Untertitel auch Deutsch. Ja, möchte ich. So. Boah, Alter, diese Musik. Ich mag sowas. So musikmäßig, die jetzt so... Ja, so mit Trommeln und alles. Und hast du nicht gesehen? Da bin ich ein großer Fan auch, wenn ich, ganz ehrlich bin, mal im Phantasialand gewesen bin. Da in diesem... In Afrika-Style. Da ist das ja auch her. Ich quatsch schon viel zu viel und viel zu lange. Deswegen drücke ich jetzt neues Spiel. Und stellen den Schwierigkeitsgrad auf Experte, Alter. Ne, wir machen... Ich glaube, wir spielen normal. Deutsche Untertitel. Umsehen, umkehren. Nein. Neigungssteuerung. Umkehren im Flug. Lassen wir mal alles so an. Und dann drücke ich Start. Und dann denke ich mal, dass ich jetzt einfach mal meine, ja, Klappe halte. Denn ich denke mal, dass jetzt vielleicht erstmal ein schönes Video und ein schönes Intro kommt. Und ja, damit nochmal, ja, Hallöchen. Ich freue mich. Ich bin total aufgeregt. Das ist... Masse Hazar, Masse Janas. Palhu Mansepa, Winja Duashala. Tusama, Winja Urus Waidars.
Guifa Haplaha. Winjai Damsha. Mabaya Guama. Udam. Krauhadan Yaudan. Isila. Haskapuris. Nu, Laukas Guama. Mash Apashkanti, Winja Brashtar. Balshayua Guasharj. Urus Sansharj. Mas Sansharj. Ubisoft Montreal Produkt. Ubisoft präsentiert. Oh mein Gott. Und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. Was heißt zurück? Willkommen. Um in die Hocke zu gehen. Alter, ist sie das geil. Oh, sieht das lecker aus. Alter, das ist... Bleib in der Hocke und folge Dalsok. Wir heißen Taka. Boah, das sieht so hübsch aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bin total aufgeregt. Mama Freudamas. Chardubi Dashimas. Okay, wir müssen Nahrung finden. Alter. Hi. Macht einen sehr guten Eindruck bisher, muss ich sagen. Also so die ersten paar Minütchen jetzt hier. Dieses neben den Mammuts laufen, das ist schon... Wir töten Mammuts. Wir essen, sonst wir sterben. Also das ist... Ich glaube... Ja, ist doch gut. Jetzt lass mich doch mal... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das wahrscheinlich... Wow! Wow, was muss ich denn machen? Wow! Ich habe nur einen dämlichen Speer! Okay. Wahrscheinlich so ein bisschen Tutorial. Okay, wir müssen das Mammut jagen für unsere Nahrung. Und, oh, hier haben wir noch mehr Speere. Kann ich die auch werfen? Okay, das Mammut ist in die Enge getrieben. Und ich glaube, das Let's Play... Wie werfe ich denn? Was? Ziel mit dem Speer? Okay. Habe ich natürlich nicht getroffen. Oh, Mist. Moment, hier sind auch Speere. Kann ich die... Ah, okay. Oh, ist das spannend. Wir müssen das Mammut erledigen für Nahrung. Ja. Und wir haben es erlegt. Suwan, Brastar. Suwan. Es tut mir auch ein bisschen leid, muss ich sagen, aber in der Zeit, wo wir uns befinden, ist es das Normalste. Oh.
Oh mein Gott. Far Cry Primal. Bruder, nein. Schlau, Dragwash. Und damit nochmal willkommen zurück. Fahrt nach Orus. Willkommen zurück zu Far Cry Primal. So, Rohstoffe, um einen Bogen herzustellen. Ah, okay. Ja, Survival. So, und ja, Clubaktion beendet. Was wollte ich sagen? Ich glaube, dieses Let's Play wird wahrscheinlich viel mit Untertiteln bestehen. Und ich glaube, wir werden hier nicht deutsche Synchro bekommen. Denn, ja, das ganze Spiel spielt ja 10.000 Jahre vor unserer Zeit, haben wir ja mitbekommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das macht jetzt schon, wie gesagt, einen sehr guten Eindruck. Wir müssen Rohstoffe, wir brauchen Schilf. Du kannst R3 gedrückt halten, um einen Jägerblick anzusetzen, um Rohstoffe in der Umgebung zu markieren. Ah, okay. Ah, interessant. So, da haben wir Schilf schon mal. All der Holz brauchen wir noch. All der Holz. So, jetzt brauchen wir noch Schiefer. Wie können wir denn... Okay, so können wir... Ah, hier Schiefer. Krabbel, krabbel. Feuerstein. Stelle einen Bogen her. Drücke das Touchpad, um das Menü zu öffnen. Ah, okay. So, hier sehen wir dann also schon mal... Ja, unseren Skillbaum, sondern die Handwerk... Den Handwerksbildschirm. So, wir können uns jetzt hier einen Bogen bauen. Du kannst noch keinen Bogen herstellen. Bögen sind vielseitige Fernkampfwaffen mit großer Genauigkeit. Voraussetzung. Doch, haben wir doch soweit. Stellen wir mal her. So, Bogen. Gesperrt, Upgrade 1 von 2. Derzeit Schaden 3. Genauigkeit 6, Feuerrate 5. Upgrade, schnellere Feuerrate. Okay, da brauchen wir noch Dings. Da brauchen wir noch ein bisschen, ein paar Sachen mehr. Ein Südstein. Südsteinstaub brauchen wir und Takas Höhle. Das wird dann, okay, da kriegen wir noch Keule, Sperrköder. Oh, da bin ich sehr gespannt. Also Schusswaffen wird es hier sowieso nicht geben. Kann ich, denke ich mal. Wir haben ja auch eine Karte. Können wir da, okay, rauszoomen kann ich da nicht. Kann ich da irgendwie filter alle? Okay. Gut, sieht man bisher noch nicht. Wir haben hier noch Fähigkeiten. Da haben wir noch... Oh, kann es sein, dass wir mehrere Charaktere spielen? Sieht zumindest danach aus. Beutetasche. Mhm. Da haben wir dann die Sachen, die wir sammeln. Rohstoffe. Und Hilfe. Okay. Gut, aber... Wir haben uns einen Bogen gecraftet. Yeah. Erstmal biegen. Yeah. So war das also früher in der Steinzeit. Ja, und damit nochmal, wie gesagt, willkommen zu Far Cry Primal. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. So, und dann befinden wir uns jetzt hier
Wir müssen nach Horus, um die... Ich brauche Jagd, ich brauche Essen für Stärke. Um effektiv zu jagen, nähere dich langsam der Beute und drücke Kreis zum Ducken. Halte R3 für den Jägerblick gedrückt, um Tiere oder Blutspuren in der Nähe zu markieren. Gehe nicht zu nah ran, einige Tiere fliehen, wenn sie dich entdecken. Okay. Achso, ich muss gedrückt halten, Entschuldigung. So, ich werde mich mal ducken. Ich höre nämlich, wir müssen 3 Ziegen müssen wir erledigen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie geht denn mein... mein Jägerblick. Ich lasse mich da auch sehr überraschen, wie die Nächte sind, weil es soll wohl auch hier sehr, sehr schlimme Nächte geben. Und, es kann natürlich sehr sein, dass es hier so ein bisschen... Ah, guck mal, da ist schon mal eine Ziege. Treffe ich die von hier aus? Ich probiere es mal. Habe ich... Huch, wo ist denn hin? Habe ich sie... Natürlich habe ich sie nicht erwischt. So, da stand was mit Jägerblick wegen Beute. Ich probiere es mal. Aber ich glaube, ich habe sie nicht erwischt. Verdammt. Die Frage ist, wo ist sie hingelaufen? Da läuft sie. Ziege läuft natürlich jetzt weg. Ich probiere es mal nochmal jetzt irgendwie. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, sie ist jetzt nur einfach nur geflohen. Ja, sehr schön. Ich krabbel hier mal auch nochmal so ein bisschen hier Schiefer und sowas ab, weil das werden wir wahrscheinlich, denke ich mal, später noch gebrauchen. Und jetzt wollten wir erstmal die Ziege. So. Wir können uns jetzt heilen sogar. Indem wir essen, heilen wir uns. Das ist natürlich sehr interessant. Das wird, glaube ich, unten links sieht man unsere Lebensanzeige. Wir haben 2 Balken also. Das werden wir wahrscheinlich später noch viel, viel... Ich denke mal, wir können das wahrscheinlich noch ausreifen. Ich sammle jetzt mal, farme jetzt mal hier so ein bisschen ab, weil wenn das schon hier so möglich ist... Ja, survivalen quasi, wie der liebe Gronkh das sagen würde. Denn ich denke mal, je mehr wir haben... Desto besser auch später für uns. So. Und es sieht echt hübsch aus. Das ist jetzt so... Da ist auch nochmal... Ein bisschen Holz, was wir mitnehmen werden. Spawnt das jetzt immer wieder neu? Kann das sein? Hier liegt nichts. Hier vielleicht. So, guck mal eine an. Da ist nochmal ein bisschen Holz. Da ist, glaube ich, noch was. Hier haben wir noch was. Was haben wir hier? Schilf. Schilf nehmen wir auch mit. Hier haben wir noch Schiefer. So, ein bisschen mehr Schilf wäre geil. Hier ist nochmal Schilf. Ich weiß, es ist jetzt gerade nicht so spannend, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich später für uns zugutekommen, dass wir schon frühzeitig angefangen haben, ja, Ressourcen zu sammeln. Denn ich denke mal, dass wir da wahrscheinlich ein paar Sachen brauchen werden später, um unsere Gegenstände weiter auszubauen und alles. Deswegen grabbel ich hier einfach mal alles ab. Ich finde es interessant, dass die Karte sogar die Wege anzeigt, die wir gelaufen sind. Finde ich total lustig. Sieht man unten links am Bildschirmrand. Ach, guck mal, da ist noch eine Ziege. Da sind noch mehr Ziegen. Aber ich will jetzt erstmal... Wo ist die andere Ziege hin? Wo ist die Ziege hin? Die Ziege! Ziege? Wo ist die Ziege, die wir getroffen haben? Hä? Ist das... Achso, ein Vogel. Ich dachte schon. Warte mal, können wir den Vogel vielleicht erledigen? Mist. Der hat uns bemerkt. Verdammt. Bisschen schleichen hier. Bisschen... Oh, ganz viele Ziegen. Ziegen. Man sieht sogar die Blutspuren. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben 5 XP bekommen. Ich weiß nicht wovon. Versuche mich mal ganz gewieft anzuschleichen an die Ziegenherde. So.
frage mich, welche wir getroffen haben, verdammt nochmal. Hier ist noch ein bisschen Schilf, nehme ich noch mit. Wenn wir schon einmal hier unterwegs sind. Das gibt's doch nicht. Was für komische Geräusche hier. Wo ist denn jetzt? Also laut Blutspur geht's hier lang. Ich schau mal. Oder hat sie sich jetzt auch schon niedergelegt? Weil auf dem Radar ist so ein kleines Kreuz. Ja, ich glaube, wir haben. Wir haben wieder eine neue Ziege. Sehr schön. So. Und wir haben ein neues Holzfleisch, wollte ich jetzt sagen. Ein Holzpfeil. Und Knochen bekommen, Tierhaut und Fleisch. Jetzt muss ich nur gucken, wo sind die anderen Ziegen hin? Wo sind die hingelaufen? Hier waren doch gerade so viele, ne? Wo sind die denn überall hin? Das ist das erste Level oder erste Bereich und schon am Failen. Was? Wo? Was? Wo? Ach, da. Da ist... Huch. Kleines Hautaussetzer. Dich mache ich alle. Warte nur ab. Ich glaube, wir haben die Ziege. Sehr schön. Ja, hier nehme ich noch ein bisschen Holz mit, wenn ich schon einmal unterwegs bin da. So. Was war das? Und hier ist die letzte Ziege, die wir brauchen. Haben ein Holzpfeil wieder bekommen. Zweimal Fleisch. Ziegenfell. Nacht kommt, muss Schutz suchen. Okay, die Nacht kommt. Finde einen Unterschlupf und einfach und entfache ein Lagerfeuer. Wie kommen wir denn? Okay. Ich bin sehr gespannt hier. Könnte doch ein guter Unterschlupf sein. Ich glaube, hier müssen wir auch hin, laut Karte. Geil wäre das natürlich, wenn man gar keine Karte hat. Vielleicht werde ich das auch nochmal in dem letzten... Mit einem Feuerstein. Habe ich jetzt einen Feuerstein bekommen? Vielleicht werde ich auch das mal in den Einstellungen umstellen, dass ich gar keinen Kater habe. Weil das macht das Ganze ja noch viel, viel interessanter, glaube ich. Und noch mehr überlebensmäßig. Ich weiß nicht, ob man das umstellen kann. So. Hartholz, 16 zu 1? Brauche ich da 16 oder brauche ich da 1? Ich denke mal 1 nur, oder? Vielleicht brauchen wir deswegen das Holz. Jetzt machen wir erstmal Feuer, weil die Nacht kommt. Ah, geht an. Verdammt. Bisschen pusten. So, jetzt, ja. Damit wir es auch schön warm haben hier. Weil die Nacht bricht ein. Und die Nacht ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Schön warm. Hm. Ein Pfeil. Gemacht von Wenya. Genau, wir müssen ja die Wenya-Leute suchen. Ich folge den Spuren von jetzt. Ich dachte, die Nacht ist zu gefährlich. Warum soll ich denn... Ich mache Keule, um Feuer zu tragen. So, du kannst jetzt eine Keule herstellen. Eine Keule herstellen. So, dann stellen wir doch mal eine Keule her. Ach, guck mal, dafür brauchen wir das Alderholz. Das Alderholz. 37. Ist ja krass. Wo kann ich denn Beutetasche? Ich schau mal eben in die Beutetasche. 37 brauchten wir davon, ne? Da, 34. 35, 36. Drei Stück habe ich dafür nur benutzt gerade. Komm, wir haben schon 34 davon gesammelt. 12 haben wir schon Schiefer, 5 Schilf. Ein seltenes Schilf haben wir sogar schon gefunden. Hat sich doch schon so ein bisschen gelohnt. Wir haben 5 Fleisch in der Tasche, Nahrung. Ich bin sehr gespannt, wie das... Eine Keule! Ja. Jawoll. Hab Keule gemacht. Entschuldigung. Alter, ist das geil. Es ist sehr, sehr... Es ist mir noch ein bisschen zu hell, muss ich sagen. Ich werde nochmal schnell in die Option eingehen. Grafik. Ich werde nochmal die Helligkeit ein bisschen
bisschen runterschrauben, damit es noch ein bisschen besser rüberkommt. Wie sieht's denn aus mit Interface? Fahnenkreuz an, Deckungsanzeige, Minikarte. Wir machen die Minikarte mal aus. Ich glaube, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare unten drunter schreiben, was ihr davon haltet, dass ich das so ein bisschen, ja, mehr Survival-mäßig spielen soll. Weil ich werde auch die Gesundheitsanzeige ausmachen. Trefferanzeige lasse ich mal an. Fadenkreuz mache ich jetzt mal, ja, lasse ich mal an, vielleicht für den Bogen. So Munitionsanzeige, wofür Munition? Ah ja, für die Pfeile. So Hockenanzeige, XP-Anzeige. Ich lasse das jetzt mal so. Mal schauen, wie das jetzt aussieht. So, jetzt haben wir definitiv keine Karte. Wir haben aber hier einen Wegweiser zu unserem... So, entzünde die Keule. Okay, dann machen wir das mal. Yeah. Sehr schön. Folge den Wenya-Spuren. Halte R3 gedrückt, um den Jägerblick einzusetzen. So, das macht schon... Es ist mir noch... Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir noch ein bisschen zu hell. Es ist sehr, sehr... Es tut mir leid, aber ich muss das wirklich dunkler machen, damit es doch ein bisschen das Feeling mehr rüberkommt, finde ich. Weil ich finde, man sollte es echt so spielen. Meiner Meinung nach. So, ich werde hier nochmal ein bisschen Alderholz abgrabbeln. Tasche voll, du kannst nichts mehr tragen. So, Checkpoint erreicht, sehr schön. Was? Oh, wieso brenne ich? Ach, Feuer breitet sich aus, natürlich. Verdammt, habe ich ganz vergessen. So ein Mist aber auch. Ja, ich würde aber sagen, wie es hier weitergeht, machen wir in der nächsten Folge weiter an der Stelle. Und ich glaube, das wird richtig, richtig interessant und richtig geil. Also schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Far Cry Primal. Bis dann, ciao.